Münster. In Münster leben Menschen aus mehr als 160 Ländern friedlich zusammen. Diese Vielfalt ist ein großer Schatz, den wir bewahren wollen, den wir uns nicht durch Hetze und Hass zerstören lassen wollen. Mein Name ist Carsten Peters vom Bündnis Kein Meter den Nazis. Wir planen für den 8. August eine Kundgebung vor der Stadthalle Hiltrup gegen den Wahlkampfauftakt der AfD hier in Münster. Die AfD hat eingeladen ihren Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und den Landesvorsitzenden hier für Nordrhein-Westfalen, Martin Renner. Wir werden, wie in den vergangenen Jahren auch, eine Gegenkundgebung organisieren, wie bereits im Januar 2016 gegen den beabsichtigten Neujahrsempfang der AfD mit Frauke Petri und gegen die Veranstaltung vom 30. November, die geplant war, ebenfalls mit Martin Renner in der Gaststätte Kranefeld. Diese beiden Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, da die Lokale und Gaststätten die Einladung an die AfD zurückgezogen haben. Der Wirt vom Kranefeld hatte seinerzeit gesagt, er habe sich bei der Anmeldung von der AfD getäuscht gesehen. Bedrohungen und Ähnliches wie von der AfD ständig ins Feld geführt, hat es nicht gegeben. Am 2. Februar diesen Jahres haben wir dann ja die Großveranstaltung hier wenige Meter entfernt hier vor dem Rathaus gegen den Neujahrsempfang der AfD in der Etage über uns hier organisiert mit rund 10.000 Menschen, die lautstark und über 4 Stunden hier auf der Straße gegen die AfD demonstriert haben und deutlich gemacht haben, dass für Rassismus und soziale Ausgrenzung hier in der Stadt kein Platz ist. Wir haben uns eingesetzt für eine vielfältige, für eine demokratische und bunte Gesellschaft und eben eine Gesellschaft, die eben ohne solidarische Ausgrenzung agiert und eben solidarisch ist. Ja, das wollen wir auch am 8. August tun. Zwischenzeitlich haben wir am 13. Mai in Gievenbeck demonstriert, als dort die AfD ihren Wahlkampfabschluss vor der Landtagswahl durchführen wollte und auch durchgeführt hat. Rund 500 Menschen nahmen daran teil, 600 Schülerinnen und Schüler in der Schule selbst haben dort gegen die Veranstaltung der AfD protestiert. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass überall dort, wo die AfD auftritt, sich auch Menschen zusammenfinden, um zu zeigen, das wollen wir nicht. Wir werden deutlich machen, dass die AfD hier in Münster nicht erwünscht ist, dass ihre Parolen des Rassismus und der sozialen Ausgrenzung nicht erwünscht sind. Feststellen muss man, dass die AfD in den letzten ein, zwei Jahren nochmal einen deutlichen Rechtsruck vollzogen hat. Für uns ist die AfD eine rechtsradikale, eine radikal oder eine extrem rechte Partei, bei der man eben deutlich machen muss, dass sie hier keinen Boden gewinnen kann und darf. Erfreulich war vor dem Hintergrund auch, dass hier in Münster jedenfalls die AfD mit die schlechtesten Wahlergebnisse bei der Landtagswahl in NRW bekommen hat, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass hier vor Ort sehr deutlich Widerspruch geäußert und geübt worden ist und deutlich gemacht worden ist, dass hier eben kein Platz, kein Raum für die AfD vorhanden sein soll. Was am 8. August konkret passieren soll, wir werden uns um 17 Uhr bereits vor der Stadthalle treffen in Hiltrup. Die AfD wird um 18 Uhr dort mit dem Einlass beginnen und möchte um 19 Uhr mit ihrer Veranstaltung beginnen. Wir werden das auf jeden Fall so lange begleiten. Es werden sich verschiedene Rednerinnen und Redner beteiligen, die wir angesprochen haben. Und wir werden das Ganze auch mit einem bunten kulturellen Programm begleiten, sodass dort sicherlich auch für jede und jeden was dabei ist. Und wir gehen davon aus, dass es eben auch weiterhin oder ein weiteres deutliches Zeichen geben wird gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus und vor allem gegen die dumpfen Parolen der AfD, die eben keine eigene Lösung anzubieten hat, sondern auf die Eskalation und die Zuspitzung von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Problemen setzt, ohne jedoch selbst in der Lage zu sein, Lösungen dafür anzubieten. Dem wollen und müssen wir etwas entgegensetzen. Das werden wir auch am 8. August tun.